Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute geht's weiter mit der zweiten Runde der neuen McCrispy von McDonald's. Denn es gibt neben dem McCrispy Coleslaw, den ihr hier schon auf dem Kanal gesehen habt, auch den McCrispy TS Bacon. Das TS steht für Tomate und Salat und Bacon steht für Bacon. Der kostet um die 6 Euro, habe ich mir auch gegönnt und werde ich heute für euch probieren. Ich fand den Coleslaw schon nicht schlecht, nur hat mir der McCrispy irgendwie zu crispy geschmeckt. Es klingt sehr bescheuert. Mal gucken, wie sich das heute in der Kombination mit dem Bacon und der Tomate verhält. Vielleicht hat die Tomate ja das Crispy-Teil etwas weicher und nicht mehr ganz so crunchy gemacht. Ihr könnt dann sehen. Ich mache jetzt aber auch nochmal eine vernünftige Großaufnahme für euch. Und ja, eine Honig-Senf-Soße ist hier auch drauf. Chicken und Honig-Senf von McDonald's. Geile Kombi. Und so sieht der Burger aus, wenn man ihn auseinander nimmt. Hier ist das Oberteil, könnt ihr sehen, das Brötchen, das Bun. Es scheint mir etwas wenig Soße drauf zu sein. Sieht ein bisschen trocken aus. Tomate, also der mit Coleslaw hatte definitiv mehr Soße gefühlt auch. Hatte ja auch noch diesen Coleslaw-Salat. Die Tomaten hier, ja, die ragen hier so ein bisschen rüber, aber sehen jetzt auch nicht so spektakulär aus. Und ein bisschen Salat. Nun ja, ob das den Burger jetzt in eine neue Dimension hebt, wage ich zu bezweifeln. Aber der Bacon sieht wirklich ganz gut aus. Und ich werde hier gleich mal reinbeißen. Und jetzt wird probiert. Der Bacon ist echt geil, aber hier fehlt es komplett an Soße. Es ist echt ein trauriges, trockenes Trauerspiel. Muss ich echt mal sagen. Noch dazu diese Panade, aber da will ich mich jetzt nicht wiederholen. Ich drücke mal ein bisschen drauf, dass sich die Soße hier verteilt. Und beiße ich nochmal rein. Zu trocken. Zu wenig Soße und zu trocken. Von der Idee her. Ich finde es auch echt nicht so spannend, ne? TS, Tomate, Salat. Hat bei mir noch nie ein Burger irgendwie richtig aufgepimpt. Maximal nimmt man das vielleicht nochmal runter, damit man noch mehr Ketchup drauf machen kann. Bacon ist ganz nett und die Honig-Senf-Soße. Und dafür würde ich von der Idee her für die Soße und den Bacon würde ich 8 Punkte geben. Tomate und Salat machen den Braten nicht fett. Und das Crispy-Teil, das ist auch nicht so meins. Und hier würde ich dann im Vergleich, der Burger, so wie er jetzt hier ist, ja, mit dem Hähnchenteil, ist der irgendwo zwischen 5 und 6 Punkte, ganz ehrlich, bei mir. Also ich würde ihn kein zweites Mal essen. Maximal würde ich ein zweites Mal den mit dem Coleslaw ausprobieren, weil der auf jeden Fall von den Zutaten saftiger war. Den fand ich ganz gut. Den hier ist es nicht so meins. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch der gefallen hat. Aber hey, ich bin immerhin froh, dass McDonald's was Neues ausprobiert. Deswegen gebe ich, komm, ich gebe 6 Punkte bei McDonald's was Neues ausprobiert, das finde ich gut. Soll die am Ball bleiben. Könnt auch gerne wieder ein neues Crispy Chicken Teil ausprobieren, wäre ich noch begeisterter. Und hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi.